Schönen guten Tag, Freunde. Heute sind wir in Wiesental. Natürlich meine Chembuster dabei, im Leihwagen. Jetzt schaut mal, wie die Suppe hier ringsrum steht. Nicht zu wenig Jungs und Mädels. Die Jungs sind total am Abticken. Das typische Bild. Da ziehen sie wieder Kreise. Oh, der hat sich vertan. Der sucht den Geldbeutel vielleicht vom Wochenende noch. Eindeutig ersichtlich. Überall steht die Wand ringsrum. Und hier ist wieder zufälligerweise blau, wo ich bin. Mann, sind es immer Zufälle. Für alle, die es immer noch nicht raffen können, dass Orgonit wirkt. Doch, es wirkt. Glaubt mir, es wirkt. So, heute wieder Schulung. Dann machen wir mal wieder andere Bereiche von Deutschland frei, wenn ich mal woanders bin. So, typische Zufälle. Und das nur von den zwei kleinen Henkis hier. Ja, selbst so kleine können schon riesige Ergebnisse reißen in Bereiche, wo Orgonit nicht wirklich zu Hause ist oder noch nie großartig Orgonit stand. Mein Kollege, ein anderer Orgonaut von mir, war gestern auch da und konnte das gleiche Ergebnis hier erzielen. Er hat leider keinen YouTube-Account. Vielleicht stelle ich mal seine Videos demnächst auch mal hoch. Ja, damit ihr mal sieht, dass es nicht nur bei mir zu Hause ist, sondern egal wo ich bin, wenn ich geschäftlich unterwegs bin, habe ich immer das gleiche Ergebnis. Wunderschöner blauer Himmel. Gestörte kommen im Sekundentakt zum Sprühen. Ringsrum steht die weiße Schicht und über mir ein schönes natürliches Blau. Wer es immer noch als Zufall abtut, dem kann ich nicht mehr helfen. Schauen wir uns nachher mal an, wie das ist, so in 2 Stunden, wenn ich Mittagspause habe. Wir haben jetzt 10 Uhr. Ja, dann gucken wir mal, wie das dann ausschaut, so um 12 rum. Ich nehme an, unverändert. Höchstens, dass der Radius größer geworden ist. Ja, jetzt schauen wir mal. Bis später. So, Freunde, 2 Stunden später. Der Himmel ist schlechter geworden. Er ist um einiges milchiger wie jetzt, wie vorher, wie vor 2 Stunden. Wir haben jetzt 12 Uhr. Vorhin war er noch deutlich heller. So, jetzt muss ich eindeutig die Jungs umstellen. Denn das ist das Wichtigste bei Orgonit, wenn der Bereich mal abgescannt worden ist. Und während ich auf der Schulung war, habe ich sie schon gehört, wie sie übers Dach gezogen sind. Ja, dann scannen die eure Frequenzen ab oder stören eure Orgonite. Was auch immer für eine Technik da genau dahinter steckt, ist mir nicht hundertprozentig bekannt. Was ich sagen kann darüber ist, dass sie definitiv irgendwas machen, damit eure Orgonite etwas wirkungsloser, sage ich jetzt mal, also weniger Wirkung haben wie vorher. Darum stellen wir die Dinger jetzt um und dann schauen wir mal, wie das später wieder aussieht. Da wird sich wieder um einiges mehr verbessern im Himmel. Mein Deutsch ist heute auch nicht das Beste. So, also jetzt schauen wir mal. So, also wie gesagt, wir richten die guten Stücke um. Und lassen wir jetzt einen in die Richtung zielen, beziehungsweise wir machen das so, war der vorher angeordnet. Machen wir den jetzt hier, lassen den hier so durch die Windschutzscheibe schießen. Am besten ein bisschen schräg über den Horizont, sagt man. Und die beste Wirkung, so können wir gucken, ja doch, so ist ein gescheiter Punkt. Das ist in Ordnung. Bisschen höher vielleicht noch, dass er durch die Scheibe kriegt. So, und dann machen wir das hier so. So ein bisschen, ja. So, und sobald neue Richtungen eingestellt sind von den guten Stücken, wird die Wirkung auch wieder höher. Wenn die Jungs gleich wieder kommen müssen zum Upscannen. Ja. Und dann schauen wir mal, wie das Gute in der nächsten Pause aussieht, das, der Himmel. Weil momentan echt übel. Blauer Himmel, Sonnenschein. Das ist für unseren Wetterbericht blauer Himmel und Sonnenschein. Total milchig und alles zugeschnoddert. Naja. Jetzt lassen wir die guten Jungs mal arbeiten und dann sehen wir später weiter. Bis später. So, Freunde, jetzt war ich gerade essen. Natürlich ist in der Zeit, sehe ich aus dem Fenster, fliegt hier eine Cessna im Kreis über dem Auto. Na, jetzt haben wir natürlich mal wieder abgescannte Orgonite. Das heißt, wir müssen sie wieder bewegen und wieder bewegen und wieder bewegen.
Jedes Mal, wenn ein Flugzeug drüber kommt, solltet ihr es bewegen. Also zumindest, wenn es ein Scan-Flugzeug ist, wenn es seltsame Flugverhalten aufweist. Also es dreht im Kreis oder es macht eine komische Kurve, gerade bei euch beim Auto, beziehungsweise da, wo der Orgonit steht. Dann könnt ihr drauf Gift nehmen, dass die Jungs wieder am Scan sind. Meistens auf Flightradar 24 auch nicht registriert. So. Jetzt werde ich die guten Stücke mal wenden. Und dann schauen wir mal, hoffen wir doch, dass es heute noch hier, naja, mehr wie nur himmelblau wird, sondern richtig schönes Azurblau. Schauen wir mal. Haftes Bild, wie immer. Kondensation in X-Form, überall. Oh, schön. Oh, wie natürlich. Oh, wie natürlich. Jungs, ihr seid echt hammerhart. Und Leute, die das nicht peilen, die tun mir echt leid, ey. Die tun mir wirklich nur noch leid. Ganz schön heftig. Ganz schön heftig. Über mir bleibt der Kondensstreifen nicht stehen. Seht das? Direkt ein Riss und da geht er wieder weiter. Ach, wie viele Zufälle ich doch hab. Naja. Jetzt geht's weiter mit Schaffen. Und die Jungs, die schaffen so lange auch weiter. Und dann schauen wir, wer den Krieg am Ende gewinnt. Bis später, meine Freunde. So, Freunde, jetzt haben wir 14 Uhr. Und jetzt schaut mal, da hinten steht die Brühe noch. Ne? Und sieht das nicht deutlich besser aus wie vorhin? Zack. Alles wunderschön blau geworden. Jetzt ist es blau. Nicht mehr diese milchige Scheiße. Da hinten steht noch ein bisschen bei der Sonne, wie wir es ja gewohnt sind, immer Schutzschild vor die Sonne. Ne? Das beschreibt der Geoengineering, ne? Dass man, einen Sonnenschutz machen will angeblich. Sei es, um die Leute ihre Zirbeldrüse weiterhin unterdrückt zu halten oder sei es für ihre Wettermanipulation oder sei es für weiß Gott was alles. Es gibt ja viele angebliche Gründe, warum sowas betrieben wird. Hundertprozentig wissen tut man es ja wirklich nicht, aber man sieht eindeutig, dass das hier schön blau geworden ist. Da drüben steht mein Leihwagen, da sind die Kombis drin. Und was ein Unterschied zu vorher, oder? Oder seht das nicht so? Ich, alter Verschwörungstheoretiker. Ja, wieder mal gesehen, was Orgonit alles kann und was ihr auch alle könntet, wenn ihr nur den Arsch hochkriegen würdet. Ihr müsst nicht mal halb so viel Giftstoffe mehr einatmen wie normalerweise, denn die Scheiße prasselt nicht mehr so extrem runter, sondern ihr könnt blauen Himmel, Sonnenschein, Vitamin D genießen. Ja. Und ich kann es nur oft genug wiederholen. Ich hoffe, ihr macht mir das jetzt endlich nach und eiert nicht noch ewig lang rum und überlegt noch 100 Jahre. Kleinigkeit sparen und dann kann sich das jeder selber leisten und jeder selber machen. Ja, und empfehlen kann ich auch nur in der Umgebung immer die EMF-Antennen basteln. Da hinten sieht man mal wieder eine, dieser Stab, der da hochsteht. Ja, die EMF-Antennen werden höchstwahrscheinlich auch zu dieser Wettermanipulation zusätzlich genutzt. Und macht ihr da Orgonite hin, kleine Towerbuster, am besten mehrere, dann stört ihr diese Anlagen und eure Effekte im Himmel sind gleich viel größer. Es ist jetzt ein, so wie es aussieht, gibt es hier keine Leute, die Orgonit haben, denn die Erfolge sind meistens riesig, wenn zum ersten Mal Orgonit in der Umgebung ist. Ja, ihr seht's ja, wie es vorhin aussah, wie der Himmel jetzt aussieht. Leider konnte ich es nicht filmen, als ich hier ankam, weil ich ziemlich spät dran war. Da konnte ich keine Aufnahme mehr vom Himmel machen. Der war milchig, er wurde danach wieder schön weiß und jetzt wieder schön blau. Ja, Leute, hilft mit, dann könnt ihr das auch haben. So, Freunde, nochmal ganz kurz, das musste ich euch nochmal hier zeigen.
Schaut mal hier, da kommen schon die Tragflächensprühe. Wird einfach nicht schnell genug zu hier scheinbar. Oh, leck. Der brettert richtig was raus. Boah, das ist richtig pervers. Hinten dran kommen schon die Freunde. Einer mit einem ganz kurzen Kondensstreifen. Einer mit einem etwas dünneren und längeren. Und der hier nebendran. Der kann es richtig. Ganz ehrlich, Leute, also so doof kann man doch gar nicht sein, dass man das nicht peilt. So blöde kann man doch nicht sein, so unterschiedliche Kondensationen für normal zu halten. Also kommt schon, ey, bitte. Bitte, Leute, schaltet euer Hirn ein und lasst euch nicht jeden Quatsch erzählen. Wenn ihr das für normal hält, dann halte ich euch für abnormal. In diesem Sinne. Wunderschönen Tag noch. Vielleicht kommt doch noch mal ein Video. Mal gucken. Voilà. Also live sieht es noch mal viel heftiger aus. Eieieiei. Man kann es als kaum glauben, dass das die Masse nicht kapiert. Naja. So, Freunde, zu guter Letzt. 15 Uhr. Und ich bin fertig mit meiner Schulung. Da hinten immer noch die schönen Streifen. Der Himmel weiterhin wunderschön blau, zur Sonne hin immer noch dicht. Und hier hat sich noch ein Pilot geirrt irgendwie. Der dachte dann, oh ne, stopp, ich wollte doch woanders hin. Und hat sich dann nochmal für die andere Richtung entschieden. Vielleicht war er auch leicht betrunken oder wahrscheinlich war er in der Warteschlange zur Landung. Naja, Leute, labert euch nur Müll ein. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Jetzt geht's ab nach Hause und bis zum nächsten Video, meine Freunde. Ich wünsche euch was. Schönen Tag noch.